Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir mal so eine kleine neue Location gebastelt. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Damit es einfach ein bisschen atmosphärischer ist. Ich habe für euch heute ein Thema, denn es wird jetzt mal so ein Talk-Video. Denn ich bin Kind der 2000er, kann man sagen. Wobei eigentlich schon fast Jugendlicher der 2000er. Und das Thema heute wird sein: Zocken unterwegs als Kind der 2000er. Oder generell konnte man fast überall unterwegs zocken. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele nennen. Heutzutage ist es eigentlich nur, glaube ich, nur noch beim Mediamarkt größtenteils, dass du mit der PlayStation 4 oder sowas spielen kannst an so einer Zockstation. Damals war das aber auch kurioserweise anders. Ich möchte euch hier einfach mal meine Top 3 vorstellen. Fangen wir mal an mit Platz 3, im Kino. Hier beim Kino bei uns hier waren wir früher und haben immer mal wieder, das war so ein großes Kino hier in der Umgebung, konntest du mal Filme gucken. Ist immer noch eines der geilsten Kinos hier in der Umgebung. Und die hatten bis vor, erst bin ich lügen, bis vor 10 Jahren in etwa, jetzt haben die so VR, kann man da VR so ein bisschen testen, VR ein bisschen zocken. Damals konnte man aber Racer spielen, also da gab es Arcade-Automaten, wo man gegeneinander rennen konnten, also Rennspiele spielen konnten. Und ja, das hat mega Spaß gemacht. Ich bin damals, kann ich mich daran erinnern, eigentlich nur ins Kino gegangen, um dieses Rennspiel zu spielen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich weiß auch nicht mehr, welche Automaten das waren. Aber ich habe mich immer nie getraut, irgendwie mit reinzugehen und Film zu gucken. Ich wollte immer so Mama kennen, ich wollte bei Mama bleiben. Und habe mir die Zeit so ein bisschen, vertröstet. Wenn da so ein Film mal lief, irgendwie anderthalb Stunden, saß ich da die anderthalb Stunden an diesem Autoding dran. Gut, musste immer ein bisschen was für bezahlen. Aber so ein paar Ründchen waren dann auf jeden Fall mal drin. Und das hat mega Spaß gemacht. Das konntest du halt bis zu, ich glaube, das waren irgendwie, die hatten da zwei Automaten. Und das hat aber mega Spaß gemacht, mit dem Lenkrad da so ein bisschen zu interagieren. Und dann generell, wie wenn du jetzt wirklich ein Auto hast oder so, einfach an diesem Automaten zu spielen. Und das hat mega Spaß gemacht. Gibt es nicht mehr, finde ich ein bisschen schade. Aber das war so immer die Erinnerung von meiner Seite aus. Okay, Kino, mega cool auf jeden Fall. Und das war so meine Erinnerung dann daran. Ne? Kommen wir mal zu Platz 2. Und Platz 2 geht an den damaligen Kieferchirurgen, glaube ich, war das gewesen, oder Zahnarzt, ich bin mir nicht sicher, von meiner großen Schwester hier. Das war eher so ein, ich glaube, eher so ein Dorf-Zahnarzt, also es war, glaube ich, in einem Dorf, wo das war. Und da bin ich dann mal, ich glaube, nur 2-3 Mal mitgekommen, in einem Abstand von ein paar Wochen waren das, da hatte meine große Schwester ihre Zahnspange bekommen, glaube ich, so war das. Und der hatte da tatsächlich eine PlayStation 2 stehen mit einem Röhrenfernseher und du konntest da immer Simpsons Hit and Run spielen. Also ich habe das ja auch damals Let's Play auf meinem Kanal. Witzigerweise hatte der das Spiel und das konntest du immer und immer mal wieder spielen. Hit and Run, damals für die PlayStation 2, konntest du da einfach damals als Kind neben den ganzen, dann haben die bestimmt noch hier so Maltisch und sowas gehabt und du konntest ja einfach PlayStation 2 spielen. Hit and Run, also Simpsons, wie Bock das damals gemacht hat, das ist ja so eine kleine Parodie zu GTA und das war total cool. Ich bin einfach nur rumgelaufen, rumgefahren, hab Blödsinn gemacht, als, ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen bin, ich glaube unter 10. Und das ist dann auch so eine Erinnerung, wo ich mir sage, ey, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar eigentlich, ne? Einfach Wahnsinn, dass er damals PS2 da gehabt hätte mit Simpsons Hit and Run. Total cool. Und ist auch eine Erinnerung, die werde ich nie im Leben vergessen. Und ja, kommen wir mal zu meiner Top 1.
Das ist nämlich, man kennt sie, die Fastfood-Ketten, McDonald's, Burger King. Und du konntest damals, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Burger King oder McDonald's, ich glaube aber, es war eher McDonald's gewesen. Bei McDonald's gab es unter anderem auch coole Bällebäder. Die Rutschen sind ja nach wie vor immer noch ziemlich cool, wenn man so als Kind dann auf so eine riesen Rutsche geht. Aber die hatten auch, ich kann mich daran erinnern, so wie bei Mediamarkt heutzutage ist, so diese Zockstation hatten die damals beim McDonald's tatsächlich. Neben dem Bällebad kann ich mich daran erinnern und du konntest da Rayman spielen. Rayman für die, das war auf jeden Fall den Nintendo GameCube, daran kann ich mich erinnern. Also das war, ich glaube, du konntest auch Rave Race spielen, also Rave Race für die N64 und ich glaube, meines Erachtens nach konntest du auch Rayman spielen. Kann aber auch sein, dass ich Rayman irgendwo mal woanders gespielt habe, aber ich glaube, Rave Race war auf jeden Fall dabei. Also Rave Race habe ich damals bei McDonald's gespielt. Ich weiß nicht, ist ja weit verbreitet gewesen und eigentlich zum Zeitpunkt Anfang der 2000er, glaube ich, war das kurioserweise, zumindest bei unserem McDonald's, konntest du da auch zocken eine Zeit lang. Also du konntest eine Zeit lang wirklich Rave Race zocken, also so ein Jetski-Spiel, so ein Sportspiel. Und Rayman, bin ich mir nicht sicher, ob das auch so ein Rayman-Spiel war, so ein 3D-Rayman-Game, aber ich glaube, das verwechsel ich vielleicht auch irgendwie mit einer anderen Stelle, die mir entfallen ist, ob das jetzt auch Zahnarzt war oder sowas. Also das schwirrt mir immer so im Kopf herum und das wollte ich einfach mal erzählt haben. Also McDonald's ist wie gesagt meine Top 1, also hallo bei einem Burger oder sowas, einfach mal eine Runde Rave Race zocken. Also ich werde auch mal ein bisschen Footage einblenden, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und ey, das war so cool, dass auch gerade im Kino, das waren so wie gesagt 3 Anlaufstellen. Natürlich gab es da auch in Kaufhäusern, ich kann mich daran erinnern, glaube ich, in Karstadt gab es sowas halt auch, aber das war nicht so spektakulär, das war auch mal cool, aber daran habe ich nicht so viele Erinnerungen. Aber die anderen 3 Stationen, die waren schon cool, die waren wirklich schon cool. Vor allem das war im Zahnarzt halt, kurioserweise. Das war jetzt hier, wie gesagt, mein kleines Ranking. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt, ob ihr vielleicht in meinem Alter seid oder generell es bei euch irgendeine Möglichkeit gibt oder gab, dort irgendwo zu zocken, irgendwie abseits von Mediamarkt. Das ist, also damals Arcade, die Zeit, die gab es ja in Deutschland nicht, das war ja leider verboten, auch wegen, oder Altersfreigabe ab 18. Wie in anderen Ländern sah das anders aus, die hatten da wirklich Arcade-Automaten stehen. Es gibt ja nur hier so Greifarm-Automaten oder sowas in die Richtung halt. Oder halt klassisch in einem Casino. Es ist nicht dasselbe. Und das ist doch durchaus ganz interessant und witzig gewesen. Und wollte ich das einfach mal erzählt haben. Und ja, das meine lieben Freunde. Das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und das ist jetzt.